Unsere Generation hat ja praktisch die Entwicklung mitgemacht, ja, vom Kerzensturmel und von der Petroleumfunzel bis zum elektrischen Licht. Das war also schon ein großer Sprung. Wie sind Sie eigentlich damals überhaupt zu dem Berufsjournalist gekommen? Das kann ich Ihnen mal sagen. Also ich habe ja in Freiburg studiert, Volkswirtschaft, und habe dort auch promoviert, 1925. Und das war ja schon Inflation und stärkste Auswirkungen der Nachkriegszeit vom Ersten Weltkrieg. Also ich bin noch in der Kommisshose jahrelang auf die Universität gegangen, umgeändert ein bisschen. Es gab ja nichts. Also es war viel schlimmer wie nach dem jetzigen Krieg, da wieder auf die Höhe zu kommen. Gell? Und an Arbeit war überhaupt nicht zu denken. Ich habe mein Doktorexamen gemacht und bin auf der Straße gestanden. Es hat ja keine Arbeitslosenunterstützung gegeben oder sowas. Ne? Mhm. Gar nichts. Ich habe dann angefangen malen. Mit Malen habe ich mich ein bisschen über Wasser gehalten, habe Stoffe bemalt und habe Leute an der Hand gehabt, die das da vertrieben haben, mit dem Armenkreis oder irgendwo. Also da war nichts zu machen. Dann habe ich mal Stellvertretung übernommen gehabt am Reichsverband der deutschen Bürstenfabriken. Der hatte Sitz in Freiburg gehabt und da war ein Bekannter von mir, der war Syndikus. Und wo der an die Ferien gegangen ist, hat er gesagt, jetzt übernimmst du mal den Laden, 4 Wochen lang. Dann habe ich in Bürsten gemacht. Hauptsächlich sind da die Todtnauer als gekommen. Da war also das nur stark im Wiesental, Todtnau und dann auch im Münstertal, haben sie Bürste gemacht. Und dann bin ich wieder auf der Straße gestanden. Gell. Zum Glück haben wir daheim haben wir noch Reben gehabt, die habe ich dann geschafft und auch ein paar Äger. Aber auf meinen Beruf einzusteigen irgendwo war unmöglich. Und eines Tages hat mich dann der Redakteur von der Marke von Nachrichten gefragt, würde sie nicht einmal eine Urlaubsvertretung übernehmen? Ich wollte jetzt gerne mal in Urlaub gehen und mein anderer Mann, der volontiert hat, der geht auch weg. Und habe ich das gemacht. Hier in Mülheim? Hier in Mülheim. Vertretung? Mal 4 Wochen lang. Ne? Und dann war wieder aus. Nach Ablauf dieser 4 Wochen musste ich mich wieder durchschlagen durch Zeichnen und Malen. Habe auch ab und zu mal einen Artikel geschrieben, unter anderem einen Artikel über die Weinsteuer, die damals akut war. Dieser Artikel erschien in der Deutschen Weinzeitung in Mainz und hat gut eingeschlagen, weil ich da alle Probleme erläuterte, die zur Abschaffung dieser Steuer dann geführt haben. Das lag mir also sehr am Herzen, weil ich die soziale Lage der Markgräfler Weinbauern kennenlernte an Ort und Stelle und auch zu Hause. Wir hatten selbst zu Hause Reben, in denen ich arbeite. Und da kam mir der Gedanke, einmal diese Fragen und Probleme gründlich zu untersuchen. Und dabei kam ich auf den Gedanken, eine Darstellung der Markgräfler Weinbauernschaft und des Weinbaus im Markgräflerland. Und zwar am Amtsbezirk Mülheim, weil man hier die amtlichen Unterlagen auch finden konnte. Und da habe ich dann mehrere sogenannte Mustergemeinden herausgegriffen, weil man nicht alle Gemeinden untersuchen konnte. Da habe ich Gemeinden genommen, die in der Ebene liegen, wie zum Beispiel Neuenburg, das großen Rebbesitz in Mülheim im Regenhag hatte, oder wie Schlingen und Augen, die in der Vorbergzone, am Rande der Vorbergzone lagen, oder dann wieder wie Laufen und Pritzingen, die innerhalb dieser Hügelkette lagen und deren Reben bis zum Wald hin aufstiegen. Das hat ganz interessante Ergebnisse ergeben. Ich fand zum Beispiel heraus, dass im großen Durchschnitt, und zwar im 20-jährigen Durchschnitt, die Weinbauern so viel verdienten, als sie selbst darin gearbeitet hatten in den Reben. Also praktisch null. Sie haben sich einfach durchgeschlagen mit ihrer Arbeit und praktisch ohne großes Ergebnis. Und das wurde erst besser, als erstens mal die Weinbaupflege auf modernere Weise geschah. Da half großartig das staatliche Weinbauinstitut in Freiburg mit. Das ist eine Sache gewesen, die eigentlich schon 20 oder 30 Jahre vorher der Mülheimer Adolf Blankenhorn,
ja, man kann sagen, vorgelebt hat. Und zwar mit eigenen Mitteln hatte er ja ein Weinbauinstitut in Karlsruhe gegründet. Er hatte nie staatlichen Zuschuss bekommen, hat einen großen Teil seines Vermögens da reingesteckt. Und erst heute wird er eigentlich richtig anerkannt, was er für den Weinbau, also im Markgräfer Land und in Baden, aber auch für den Weinbau allgemein geleistet hat. Er stand ja mit der ganzen Welt in Verbindung, hat Briefwechsel geführt. Interessant ist zum Beispiel, dass er mit dem 48er Revolutionär Hegger, der nach Amerika ausgewandert war, einen regen Briefwechsel führte, der sogar jetzt gedruckt noch vorliegt. Und Hegger hatte auf seiner Farm auch Weinbau getrieben und hatte den Blankenhorn Rebsamen geschickt, die er am Blankenhornsberg am Kaiserstuhl dann verwendete, um neue Züchtungen zu suchen. Und da kamen dann die Amerikaner Unterlagen heraus. Das brachte auch Blankenhorn noch heraus, dass man Propfreben machen muss. Das dauerte natürlich noch Jahre, bis das zügig voranschritt. Aber immerhin hat er dadurch verhütet, dass die Reblaus unsere ganzen Weinberge vernichtet hätte. Früher war es ja so, dass bei reblausbefallenen Stücken alle Reben herausgerissen werden mussten, verbrannt werden mussten, dass der Boden tief reolt werden musste, also umgegraben und mit Kohlenstoff, ja, wie soll man sagen, angereichert wurde, der also diese Reblaus töten sollte. Ich entsinne mich, wenn man früher durchs Markgräferland fuhr oder ging, dass überall Rebstücke waren, die gelb waren. Also wir sagten, die haben die Bleichsucht. Und das waren meistens Stücke, denen es natürlich an Mineralien fehlte, aber vor allem die Reblaus geschädigten Stücke. Und das kam natürlich dann ganz anders. Auch das Weinbauinstitut hat sich große Mühe gegeben durch Vorträge seiner Beamten, die aufs kleinste Dorf hinausgingen, um die Winzer aufzuklären mit dem Spritzen gegen die Pyrenospora, mit dem Stäuben, mit Schwefel gegen den Escherich und was das alles gewesen ist. Sie sind natürlich alt gewesen. Man kannte also Pfropfreiben noch nicht, sondern man verjüngte den Weinberg durch Umlegen. Da wurde von einem alten Rebstock wurden die Ruten runtergebogen in die Erde und zugeschüttet wieder. Und wenn dann diese vergrabenen Bogen Wurzeln gefasst hatten, dann wurden sie getrennt vom alten Stock. Also das war so eine Art Nabelschnur. Nee. Wie Sie dann damals anfingen bei dem Theodor Scholz und den Kleinlein, was hatte man dann Ihnen für Arbeitsanweisungen gegeben? Was hat man gesagt, wie Sie nun schreiben sollen? Also das Erste war, was mir Herr Scholz sagte, Sie müssen jetzt ganz anders schreiben, als Sie es auf der Universität gewohnt waren. Sie können nicht rein wissenschaftlich arbeiten und jedes Wort auf die Goldwaage legen, obwohl also die Presse auch angehalten ist, immer richtig zu berichten, die Wahrheit zu sagen. Aber ein ganz anderer Stil musste da her. Das fiel mir am Anfang recht schwer, aber mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt dann. Und vor allem bin ich von Anfang an viel unter die Leute gegangen. Ich habe also nicht geschrieben vom Schreibtisch aus, sondern ich bin jede Versammlung gegangen, bin zu alten Leuten hingegangen, habe sie interviewt, damit sie mir aus alten Zeiten erzählen. Und so wurde dann allmählich eine lebendige Berichterstattung. Also nicht nur nachrichtenmäßig, sondern man ließ damals auch das Gemüt sprechen und überhaupt das Volkstümliche kam mehr in Erscheinung. Welche Rolle spielte denn damals in den 20er und Anfang der 30er Jahre überhaupt die Politik auf dem Dorf eine Rolle für die Berichterstattung? Wenn ich mich so an die ersten Jahre erinnere, da kam ich mit der Politik kaum in Berührung. Auch nicht draußen in Versammlungen oder unter den Leuten. Das interessierte gar nicht so arg. Es begann eigentlich erst, als man merkte, irgendetwas muss anders werden. Also in der Endphase der Weimarer Republik. Ja, wissen Sie, es gab ja viele Regierungen in der Weimarer Republik.
Die lösten sich oft nach ein paar Wochen wieder auf, weil sie einfach nicht weiterkamen. Wir hatten ja eine Unzahl von Parteien. Jeder glaubte, eine eigene Partei machen zu müssen. Und ich glaube, das erschwerte auch die ganze demokratische Regiererei. Erschwerte natürlich auch die Berichterstattung. Und ich entsinne mich, wenn Reichstagswahlen waren, dann musste ich immer einen Aushang, ein Schaufenster machen über die Ergebnisse. Ja, da reichte bald die Schaufensterscheibe nicht mehr so breit, wurde dieser Bogen mit den einzelnen Parteien. Ich glaube, es kamen mal über 30 zusammen. Da hielt eine Partei nur ein paar Stimmen, aber da war nicht diese Prozentklausel wie heute. Ja. Und die kamen alle rein, wenn sie genügend Stimmen hatten. In Markgräfler Nachrichten gab es eine Rubrik aus Parteien und Organisationen. Ja. Darunter stand, die Redaktion übernimmt für den Inhalt keine Verantwortung. Ja. Wer hat diese Rubrik aufgefüllt? Kamen da einfach die Parteienvertreter und lieferten da einen Bericht ab? Ja, es kamen eigentlich Parteienvertreter. Meistens waren es die Vorsitzenden von diesen Parteien. Aber es kamen auch Leute aus der Bevölkerung, die was auf dem Herzen hatten und die brachten das in den sogenannten Sprechsaal. Also eine Art Vorstufe von den Leserbriefen. Ja, wobei zu sagen wäre, dass wir, soweit es ging, diese Leserbriefe wörtlich brachten. Hat natürlich manches Leben gebracht in den Zeitungsstil, war eine gute Sache. Wie war das mit den Ortsberichterstattern? In jeder Ortschaft saß da also jemand, der aus dem Ort für die Zeitung berichtet hatte. Ja. Was waren das für Leute, A, und B, war das einfach, Leute zu finden? Das war also gar nicht so einfach, erstens mal Leute zu finden, die einigermaßen schreiben konnten, die sich verständlich machen konnten. Und dann zweitens hatten sie die Traute nicht. Viele sagten, ja, wenn ich da schreibe, da werde ich dann von denen und jenen angefochten und das behagt man nicht, ich will für mich bleiben. Es war also schon eine mühsame Sache und man musste fast dauernd unterwegs sein, um die Leute, um mal militärisch zu sprechen, bei der Kantare zu halten. Aber wir hatten treue Mitarbeiter, die sehr gewissenhaft waren. Wir hatten auch Mitarbeiter. Ich entsinne mich an einen, der konnte die reinsten Märchen erzählen und sie so hinbringen, dass man es glauben musste. Ich entsinne mich einmal eines Morgens, da kam ein Mann auf die Redaktion und sagte, ich bin der und der. Ich möchte mich nur herzlich bedanken für die wunderbare Beerdigung, die sie mir in der Zeitung gebracht haben. Er hat es nicht gerade erfunden. Er saß, wie er mir nachher erklärte, er saß in der Eisenbahn, fuhr von Freiburg heimwärts in sein Dorf und da hörte er im Abteil nebendran, dass sich Männer unterhielten über einen Förster, der da gestorben sei und der doch so bekannt gewesen sei. Und unser Berichterstatter, der hat nicht weiter danach gefragt, er dachte, ja, der ist von da an da, ist Förster gewesen. Dann muss bei der Beerdigung eine Jagdhornbläsergruppe da gewesen sein und der Forstmeister muss da einen Kranz niedergelegt haben. War das nur eine Namensverwechslung, das heißt, der Mann hatte denselben Namen, aber die waren nicht verwandt und nix. Wie war denn so das Verhältnis zwischen der Abonnente und der Zeitung und Ihnen? Es gibt so einen Spruch hier im Markgräfler Land, der heißt, Winterzeit ist Lesezeit. Und das hieß, im Sommer mussten die Leute mehr arbeiten auf dem Feld und hatten dann die Zeitung abbestellt. Das war oft der Fall. Im Sommer, da klagten die Verleger oft, dass jetzt so und so viele wieder die Zeitung abbestellt hätten. Stellte die Zeitung ab oder mehrere zusammen nahmen ein Abonnement, obwohl das Abonnement nicht teuer war. Soviel ich mich entsinne, war das ungefähr bei einer Mark. Im Monat? Im Monat. Die Leute, wenn sie kein Geld hatten? Kamen mit Butter oder mit Speck. Ich weiß noch, wie die Verleger oft so viel Speck hatten, dass sie selber gar nicht essen konnten, nicht? Dass sie ihn weitergeben mussten. Also kamen die Leser und bezahlten das Abonnement in Waren, mit dem, was sie hatten, ja, in Eiern, Hühnern? Ja, vor allem in der Inflation. Da ist natürlich das Abonnement hochgestiegen, ne? Das ging ja in die Milliarden.
Und das konnte sich nicht jeder leisten. Nicht? Vor allem die Bevölkerung hinkte ja immer hinten nach. An dem, was sie verdiente, das reichte nicht aus. Ja, und dann eines Tages tauchte also von Freiburg her dieser Alemanne auf. Hat man den Anfang überhaupt für ernst genommen? Dem Anfang glaube ich nicht. Man hat auch im Anfang die Nationalsozialisten, die eine kleine Gruppe gebildet haben, nicht so ernst genommen. Es waren meistens Leute aus der Arbeiterschaft oder aus Bediensteten, die irgendein Kraftfahrer oder ein Chauffeur beim Arzt. Und ganz selten oder erst später kamen, ja, wenn ich so sagen darf, auch Akademiker dazu. In der ersten Zeit der sogenannten Bewegung, da stießen sie also schon dazu. Die Leute verstanden ja auch, Druck auszuüben. Da hat ja mancher schon gedacht, ja, da muss ich mich jetzt anders verhalten, sonst habe ich da Nachteile. Der Alemanne versuchte ja, Abonnenten der Markgräfer Nachrichten abspenstig zu machen, ja, um dann selber als Heimatzeitung sich zu etablieren. Ja, ja. Gut, er suchte natürlich auch überall Berichterstatter auf dem Land. Das waren meistens Parteiangehörige oder später wurde das erst so richtig bekannt, dieser Aufbau der Hierarchie, politische Leiter oder ich habe die als Kaiser. Ortsgruppeleiter oder die in den kleinen Kreisen. Das sieht man in den Artikeln auch an. Sie versuchten natürlich Druck auszuüben. Die ersten, die natürlich unter diesem Druck standen, waren die Beamten. Da hieß es, jeder Beamte muss den Alemannen halten, das gehört dazu. Und dann ging es runter auf die Parteimitglieder. Jedes Parteimitglied sollte den Alemannen halten. Das brachte uns natürlich da und dort Einbußen, aber sie wurden mit uns doch nicht fertig. Es war halt so, die Berichterstattung war bei uns viel tiefer auf das Heimatliche bezogen, auf das Geschehen. Man fühlte mit den Menschen mit, man ging auf sie ein. Während Freiburg war, den meisten eben doch fremd. Insgesamt kann man ja feststellen, dass es dem Alemanne ja nicht gelungen ist, wirkliche Heimatzeitung zu werden. Woran kann das gelegen haben? Der Hauptgrund lag darin, dass eine reine Parteizeitung. Das stieß natürlich bei vielen schon auf Widerstand. Und dann war es auch eine ganz andere Sprache, die da geführt wurde. Unsere Berichte im Lokalen, die sprachen die Menschen an. Während diese Berichterstattung, die war mehr nüchterner und aggressiver. Und Sie kennen ja die Markgräfler, die können das nicht so vertragen. Sie reagieren nicht gerade emotionell oder indem sie einem eine auswischen wollen, aber sie schalten einfach ab. Das möge mir nicht. Also hat man den Alemanne unter Umständen sogar als eine Art Fremdkörper von Freiburg herkommend. Ja, ja, das kann man wohl sagen. Das kann man wohl sagen. Obwohl er, glaube ich, in Mülheim ziemlich Abonnenten hatte. Das lässt sich aber dann doch nur erklären, dass es eventuell Doppelbezieher gab. Also Leute, die den Alemannen plus den Markgräfer Nachrichten hatten. Ja, das glaube ich sicher. Also reine Alemannenleser waren es, glaube ich, nicht so viel. Also die Zahl habe ich nie erfahren, obwohl damals ja die Zahl der Ausgaben der täglich gedruckten Zeitungen anzugeben war bei den zuständigen Berufsverbänden. Ich habe eine Zahl gefunden vom Hämmerle, von der er gesagt hat, ja, also wenn ihr amtliches Verkündigungsorgan werden wollt, dann müsst ihr schon eine größere Auflage bringen. Darum wurde die Zahl 700 oder 800 in Mülheim genannt. Ja. Also war nicht sehr viel, gemessen an den 5000, was die Markgräfler doch immerhin noch hatte. Ja. In Freiburg, da war ja auch einmal eine SPD-Zeitung, die Volkswacht. Dann gab es die Breisgauer Zeitung. Das war rechte Zeitung mehr. Dann gab es die Tagespost, die war katholisch. Und dann gab es die Freiburger Zeitung, das war so das Bürgerblatt und das Geschäft von den Geschäftsleuten. Ich glaube, die hat die meisten Abonnenten gehabt. In der Volkswacht, da habe ich also niemand gekannt. Zum Tobel hat er, glaube ich, geheißen. Die Tagespost wurde in manchen Kreisen gern gelesen, und zwar wegen der ausgezeichneten Theaterkritiken. Die hat damals Dr. Giesler geschrieben, der dann zur Badischen Zeitung gekommen ist. Nach dem Krieg dann. Ja, und da war auch der Dr. Werner bei der Tagespost. Wenn ich so die Leute Revue passieren lasse, die damals gewirkt haben, da war
ein guter Teil auch Menschliches drunter, die also nicht bösartig waren oder die Verständnis zeigten. Ich habe mich oft gewundert in Gesprächen, die ich mit Lea führte, als es darum ging, mich abzuwerben zu meinem Mann, dass er doch auf meine Einwände eingegangen ist. Und da habe ich doch gespürt, du kannst doch mit den Leuten mal reden. Manchmal hatte ich auch den Eindruck, wenn man mit ihnen redet, und dann ist es besser, als wenn man ihnen gleich entgegentritt. Die Verlagsleitung des Alemanner hat ja Begriffe, wenn das also in Mülheim was werden soll, das geht nur, wenn wir also den Dr. Fritz Fischer auf unsere Seite kriegen, ja, als Mitarbeiter kriegen. Ja, der versucht mich, ich glaube, das war im Jahr 42, nein, früher noch. 38 war das schon, gell. Ich konnte mich also nicht entscheiden, das hätte ich nicht fertig gebracht. Obwohl also das finanzielle Angebot recht gut gewesen ist. Für damalige Zeiten war das also hervorragend, aber ich hätte mich nicht wohl gefühlt. Meinen Sie, hätte ja nach Freiburg ziehen müssen? Nicht so. Ich hatte in Freiburg viele Bekannte, da hätte ich sogar wohnen können. Also ich hätte es also schon nett gehabt, aber die ganze Richtung war mir zuwider. Aber dann gab es ja mal einen Vorfall, der dann ja doch so eine ziemlich schlimme Geschichte war, nämlich als diese Reichskristallnacht in Mülheim stattfand. Ich habe diese Nacht nicht erlebt und den Morgen nicht, aber den Nachmittag, da bin ich also vor das Haus vom jüdischen Vorsinger, Alperovic hat er geheißen, und da hat vor allem die Jugend drin getobt. Das war also hinterher, aber der Anblick war also schon schauerlich. Ich kann mich nicht entsinnen, jemals sowas in Mülheim erlebt zu haben. Gell? Obwohl die Mülheimer Chronik auch schon von Ausschreitungen gegen Juden berichtet. Aber in diesem Ausmaß habe ich das noch nicht erlebt. Und auch die Bevölkerung, die konnte das überhaupt nicht verstehen. Erstens hat sie gesehen, was für Leute das waren, die das gemacht haben. Das waren ungefähr 5 Leute. Und die konnte sie schon nicht verstehen, dass sie das gemacht haben. Als dann hinterher, das habe ich in den vertraulichen Mitteilungen dann erhalten über das Propagandaministerium, dass man schreiben muss, dass dies spontan gewesen sei und die Bevölkerung sich empört hatte, spielte ja damals dieser Mord an dem Legationsrat von Rat, gell. Das hat es ja ausgelöst. Aber die Bevölkerung hat da nicht mitgemacht und praktisch, sie schämte sich. Sie schämte sich, dass sowas vorgekommen ist. Denn in Mülheim war das Verhältnis zu den Juden zwar etwas mit Abstand, aber es war doch ein nettes Verhältnis. Also ich bin ja in der Hauptstraße aufgewachsen, da hatten wir unser Haus. Und gegenüber, da wohnte ein Jude, der war schon alt, musste gepflegt werden. Da ging ich oft hin als Bub schon, musste ihm am Sabbat das Licht anzünden. Oder wenn noch jemand kam, ließ er mich rufen und sagt, komm Fritz, sei so gut und hol da 20 Pfennig aus meinem Geldbeutel und gib's dem Mann, weiß ich, darf halt kein Geld in die Hände nehmen. Und oberhalb vom Nachbar, da war wieder eine Jude-Familie. Wir hatten alle gute Verbindungen. Und im Ersten Weltkrieg schon, da kamen sie bei uns in den Keller, weil wir einen gewölbten Keller hatten. Und da war die ganze Nachbarschaft beieinander. Also da gab's nie Reibereien. Ich meine, wenn man den Bericht dann liest über diese Vorfälle, da ist dann ja von Spontanität der Mülheimer Bevölkerung die Rede. Nix. Das muss man schreiben. Ja, was war das für ein Gefühl? Etwas zu schreiben, was überhaupt nicht stimmt? Das war natürlich kein gutes Gefühl. Ich hatte überhaupt bei der ganzen Sache ein ungutes Gefühl. Als ich die Sache sah, hätte ich heulen können. Denn da lief eines der Mädchen dieses Vorsingers gerade aus dem Haus raus heulend, rannte die Straße rauf, auf der die Tora-Rollen lagen und Papierfetzen und Möbelstücke. Das packte einem doch. Gell? Irgendwie drehte es einem im Innern um und man konnte nicht helfen. Den Betrieb der Markgräfler gab es ja nun doch auch einige stramme Parteigenossen. Haben Sie sich denn mal geäußert, wie Sie das nun sehen? Also wir hatten ja in unserem Betrieb, ich glaube, alle Schattierungen. Vom Kommunist bis zum goldenen Parteiabzeichenträger. Und gerade der war immer sehr kritisch. Der konnte oft sagen, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich da nie mitgemacht. Aber
diese Schicht, die da mitgemacht hat. Und da waren wenig Mülheimer dabei. Es war ja gerade so, dass ja auch im Dritten Reich das Heimatliche doch auch eine große Rolle gespielt hat. Es ist doch sehr verstärkt worden auch. Das war natürlich für viele auch so eine Art Leimring, auf den man draufgegangen ist. Das Heimatliche ist kolossal in den Vordergrund gerückt worden. Dorf- und Hausbuch, dann alte Lieder wurden wieder gesungen, alte Volkslieder, das wurde alles gepflegt. Und das hat natürlich manchem gefallen. Nicht? Ich muss sagen, mir hat das auch imponiert. Es kam manches wieder zur Geltung, was also verschütt gegangen wäre. Und dann wurde viel gemacht in Naturschutz, Denkmalschutz. Also da war ich selbst aktiv beteiligt. Das war ein leichtes, alte Bäume oder ganze Stadtwinkel oder ganze Landschaftsgebiete unter geschützte Landschaftsteile zu stellen oder unter Denkmalschutz zu stellen. Da brauchte man kein Gremium mehr dazu und nichts. Die ganze Verschönerung vom Stadtbild ist forciert worden. Und was ich also für sehr gut empfunden habe, war, dass in den Betrieben darauf geachtet worden ist, dass die Betriebsangehörige als Menschen betrachtet worden sind. Es mussten Aufenthaltsräume geschaffen werden, ein Raum, wo sie sich zurückziehen konnten und vespern konnten oder essen konnten. Das war ja sehr mangelhaft überall. Also das war positiv eigentlich. Also musste Scholz-Kleinlein damals auch was investieren, ja, ja. Ne? Die wurden ja, gezwungen, ja, auch ja. Was zu investieren. Ja, ja, ja. Also ich glaube, dass viele Betriebe die Nase gerümpft haben, als sie diese Auflage bekamen. In dem Heimatgedanke, auch im Markgräferland damals im Dritten Reich, war ein Teil ja auch die Ahnenforschung. Also, dass man Sippebücher gemacht hat, ja. Wie bis Generationen ja, ja, zurück ja. Und so. Gott, das musste sich. War schon am 1. Januar 1934 kam ein neues Schriftleitergesetz oder sowas. Da muss man als erstes muss man den arischen Nachweis erbringen. Und da braucht man natürlich diese Ahnenforschung. Ich weiß noch, ich habe an verschiedene Pfarrämter müssen schreiben und Rathäuser, um meine Sache bestätigt zu bekommen. Dass nicht irgendwann einmal ein Jude, der im Stammbaum rumgelaufen ist. Ja, und dann sind ja auch diese Dorfsinnebücher geschrieben worden. Aber hatte man damals so das Gefühl, dass dieses Heimatliche, also was sicherlich interessant ist, irgendwas mit der Diskriminierung von der Jude zu tun hat? Sah man da Zusammenhang? Nein, habe ich nie bemerkt. Ich entsinne mich, ich habe oft Verbindung gehabt zur Lederhandlung, die war in jüdischen Händen. Und die Frau des Besitzers, die stand im Laden und verkaufte da Leder und Utensilien für Schuhmacher. Ich habe manchmal meine Schuhe selber gesohlt und habe da Leder gekauft. Und eines Tages sagte sie zu mir, ach, was meinen Sie? Sollen mir auch so eine Fahne mit Hakenkreuz raushängen? Wissen Sie, uns gefällt vieles an deine Sache, die die machen. Und da wollte mir doch auch mitmachen. Gell? Sodass ich zu der Frau sagen müsste, das ist alles recht schön, Frau Meier, aber würde ich Ihnen raten, los ist es. 1970 wurde die Gemeinde Vögelsheim nach Mülheim eingemeindet. Damals war Bürgermeister Graf an der Spitze der Gemeinde Mülheim und der führte auch die Verhandlungen mit Vögelsheim. Damals war der Bürgermeister Koger in Vögelsheim. Und der Zusammenschluss dieser beiden Gemeinden sollte gefeiert werden. In einer Veranstaltung in der Martinskirche, also in der früheren Festhalle. Und da hat mich Bürgermeister Graf gebeten, doch den Festvortrag zu halten über diesen Zusammenschluss. Und da fiel ich natürlich zunächst und ohne weiteres auf die Geschichte von Vögelsheim. Und so habe ich mich, soweit ich also Unterlagen finden konnte, mit der Geschichte von Vögelsheim befasst und den Vortrag gehalten. In etwas humoriger Art und auch nicht so grundtief geschichtlich. Herr Dr. Fischer, was mir an der Chronik von Vögelsheim auffällt, und das schrieb es ja auch im Vorwort zum Geleit drin, dass es also nicht Ihre Absicht war, eine Chronik zu schreiben, wo die ganze kriegerische Ereignisse nochmal geschrieben werden. Ja. Was waren das für Überlegungen? Also wenn Sie die Chronik ansehen, die im Lauf der letzten
20 oder 10 Jahre geschrieben worden sind. Das fängt an in Brombach, Hagen, Haltingen, Ekringen, also überall in den Orten. Da steht in jeder Chronik die Geschichte der Kriege drin. Das kann man überall nachlesen. Und auch in dem Festbuch, das die Stadt Mülheim anlässlich des 1200-jährigen Jubiläums der ersten urkundlichen Erwähnung herausgegeben hat, ist also die geschichtliche Abhandlung drin von den Kriegen und die ganze Entwicklung. Sodass ich mir dachte, die Kriege kann man ohne weiteres weglassen. Von Adelbert Stifter gibt es ja ein schönes Wort, das er in den bunten Steinen voranstellt. Über Kriege und Mühsal und Nöte wurde tausendfach geschrieben. Aber das Leben des Einzelnen, die Liebe der Menschen zueinander wurde ausgelassen. So ungefähr, also ich kann jetzt nicht genau im Wortlaut sein. Das hat mich bewogen, das vollkommen außer Acht zu lassen. Was mir auch noch auffällt, ist ja das, dass sozusagen die Geschichte vom kleinen Mann geschrieben wird. Also das war von Anfang an mein Bestreben, nicht von den Fürsten oder von den Herrschaften zu berichten, sondern mal, was hat der einfache Mensch in damaliger Zeit vorgefunden? Wie hat er sich durchrackern müssen? Wie hat er Früchte ernten können, auch von seiner Arbeit? Oder wie waren eigentlich die Verwaltungen und die Herrschaften, wie benahmen die sich zu dem gemeinen Mann? Und da fand ich doch in den Akten allerlei, das mich sehr berührt hat. Also was mir auch noch aufgefallen ist, dass ja die Chroniker ja auch meistens die Angewohnheit haben, von der Steinzeit bis heute alles abzuhandeln. Ja, ja. Und in ihrer Chronik über Vögelsheim geben sie offenbar dem 19. Jahrhundert der Vorzug und auch der Schwerpunkt. Ja, also es fängt die erste urkundliche Erwähnung natürlich, die man ortsüblich erwähnen muss, aber dann ein klein bisschen Geologie, wobei wir auf ganz interessante Sachen gestoßen sind, durch Zufall eigentlich. Ich traf einen Lehrer bei einer Veranstaltung in Badenweiler, den ich vorher nicht kannte, der aber mich kannte. Und er ging auf mich zu und sagte, sagen Sie mal, Sie schreiben doch an einer Geschichte von Vögelsheim. Ich habe da ganz interessante Funde gemacht im alten Steinbruch. Darf ich Ihnen davon mal was berichten? Und er sagte, ja, kommen Sie mal zu mir. Kam er eines Tages, brachte mir an einem Säcklein Versteinerungen von Schnecken und kann jetzt die wissenschaftlichen Namen nicht nennen. Und erzählte mir, also dass Vögelsheim berühmt ist in der geologischen Wissenschaft durch diese Versteinerungen. Und dann bat ich ihn, noch kurz das niederzuschreiben, das würde ich in die Chronik gerne einfügen. So kam ich also zu diesem Ammoniten der Abbildung. Also das war schon ganz interessant. Es ist auch so, dass in Ihrer Chronik an einigen Stellen auch herzhaft gelacht werden kann. Wenn ich mir vorstelle, die letzte Hinrichtung, ja, wo die Kinder dann singen müssen. Alle Menschen müssen sterben. Ja, also da habe ich also, ja also makaber. Ja, ich weiß makaber. Aber zum Beispiel, wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, ein Leiterwagen zu beschreiben? Wo ich mich entschlossen habe, mal die Geschichte von Vögelsheim zu schreiben, da wollte ich nicht anfangen, bevor ich nicht im Dorf mal rumgewandert bin und die Häuser angeguckt habe, mal dort und reingeschaut habe. Zudem kannte ich viele Vögelsheim. Und da habe ich einfach mal Ferien in Vögelsheim gemacht, im Haus Frieden mit meiner Frau zusammen. Und da gingen wir eines Tages spazieren zur alten Mühle und da stand auf der Matte dieser Leiterwagen. Und dann kam mir sofort der Gedanke, so ein Leiterwagen sieht man heute nicht mehr. Den müsste ich eigentlich zeichnen. Und dann bin ich ein paar Tage lang bin ich da zu der Mühle gewandert, habe mich in den Grasgarten gesetzt und habe den Wagen von vorne, von der Mitte und von hinten gezeichnet. Und dann habe ich mich mit Vögelser zusammengesetzt und habe gesagt, wie sagt ihr zu den einzelnen Teilen dieses Wagens? Luhn und Brittleon, wie die Namen alle heißen. Ich fand es notwendig in so einer Chronik, weil das vollständig vergeht. Also von den Jüngeren weiß keiner mehr, wie ein Teil von so einem Leiterwagen heißt. Und wie man früher das Holz geholt hat mit so einem Wagen,
wie man die Ernte eingefahren hat auf so einem Wagen, weiß kein Mensch mehr. Herr Dr. Fischer, was glauben Sie, was eine Chronik, wie ist die Ehre über Vögelsheim? Was hat die eigentlich für einen Zweck? Was will so eine Chronik eigentlich? Ja, ich habe es ja im Vorwort gesagt und auch im Vorspruch, was der Hebel sagt. Gell? Dann können wir ja mal sagen, das ist Hochdeutsch. Der Leser wird seine lustigen Täler, voll Kirchtürme, seine fruchtbaren Felder und Hügel, seine Berge mit anderen Augen ansehen, wenn er sich daran erinnert, was sich hier schon zugetragen hat. Das war eigentlich der Beweggrund. Ein Mensch, der nicht weiß, wo er hergekommen ist und aus welchen Zeiten er hergekommen ist, aus welchen Verhältnissen, allgemeinen Verhältnissen, nicht nur häuslichen, der kann nicht so sicher in die Zukunft gehen. Man muss einfach wissen, wo man her ist. Und ich finde, gerade in heutiger Zeit ist das bitter notwendig, wenn auch nur in kleinen Stücken etwas von der Geschichte zu wissen. Das ist immer mein Grundsatz gewesen, auch als ich Journalist war. Vor allem bin ich bestätigt worden, damals, als ich auf der Redaktion der Badischen Zeitung in Freiburg war. Und wir hatten noch keinen Chefredakteur. Damals war die Redaktionskonferenz das oberste Organ. Und der Sprecher dieser Konferenz war immer der Herr Stark, der früher bei der Frankfurter Zeitung gewesen ist. Und er sagte oft in der Konferenz, da ist das und das vorgefallen, politisch, da müssen wir Stellung nehmen. Aber wir wollen eine Nacht drüber schlafen, bevor wir Stellung nehmen. Dieses rasche Zugreifen kann oft schiefgehen. Das heißt, wenn man sofort reagiert auf ein Ereignis? Ja, vor allem über Ereignisse, wo man Zeit haben muss, die zu beurteilen.